Sehr geehrte Damen und Herren, hochgeschätzte Schützen, Tiroler, liebe Landsleute, ich trete heute hier in der Schützentracht meiner Schützenkompanie Gries Bozen auf. Dies deshalb, um jenen Referenz zu erweisen, die in 60er Jahren den Mut aufnahmen, um für ihre Heimat zu kämpfen, um für ihre Heimat einzutreten. Ihr Einsatz, ihr Opfer beendete die vom Staat geförderte Zuwanderung, deren Ziel es gewesen war, die Südtiroler in ihrem eigenen Land zur rechtlosen Minderheit zu machen. Sie verschafften dem Land mit dem Autonomiestatut eine lange Atempause der Konsolidierung, an deren Ende die Selbstbestimmung stehen soll und wie ich meine und wie ich hoffe, auch stehen wird. Sinn eines solchen Gedenkens muss es sein, die Vergangenheit zu respektieren und gerade in den Freiheitskämpfern Sepp Kerschbaumer, Anton Gostner, Franz Höfler, Georg Klotz, Luis Amplatz, Kurt Welzer, Luis Gutmann und viele andere, die in der Zwischenzeit von uns gegangen sind, zu gedenken und ihre nicht so bekannten Kameraden jene Tugenden zu erkennen, die sich im ausgewiesenen Mut, ihrer Geradlinigkeit und Tapferkeit, aber auch in der Religion und Liebe zur eigenen Tradition und zur Heimat in besonders hervorragender Weise wiedergespiegelt haben. In einer Zeit der zunehmenden Verunsicherung und Entwurzelung können uns die Männer, aber auch deren liebende Frauen in allen Teilen Tirols nur Vorbild sein. Das Erbe der Väter und die Kraft aus der Familie zu schöpfen, sind nachahmungswürdige Werte, für die sich auch heute niemand zu schämen braucht. Ihr Einsatz darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen das diesjährige Gedenken vor allem auch zum Anlass nehmen, um über den zukünftigen Weg, der nach schmerzlicher Abtrennung der österreichischen Minderheit im südlichen Tirol im Jahre 1919 durch den Vertrag von Paris Saint-Germain eingeleitet wurde, ernsthaft gedenken zu wollen. Ziel muss es wohl sein, im Sinne Kerschbaumers und seiner Kameraden die getrennten Tiroler Landesteile endlich wieder zusammenzuführen. Wir wollen alles daran setzen, damit wir nicht nur stolz auf unsere Geschichte sein können, sondern auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Die herausragenden Persönlichkeiten der 60er Jahre, ihre Taten und ihre Gesinnung sind uns, die wir heute hier versammelt sind, Vorbild und Auftrag zugleich. Wir besinnen wir uns jener Tugenden des Mutes, der Geradlinigkeit, der Treue zum Glauben und zur eigenen Tradition und der Liebe zur Heimat und schöpfen wir daraus auch die Kraft zu gegenwärtigen und zukunftsträchtigen Handeln. Nur dadurch kann auf Dauer eine Entfremdung zwischen den Landesteilen entgegengewirkt und die Einheit von Sprache, Kultur und Tradition Tirols bewahrt werden. Letztlich geht es doch darum, das Recht auf Selbstbestimmung frei und ungehindert ausüben zu wollen und ausüben zu dürfen. Freiheit als Grundbedeutung heißt ja vor allem anderen die Freiheit von Ketten. Wir sind frei, unser Leben, unser Schicksal in die Hand zu nehmen und unsere Ziele im Land selbst zu bestimmen. Diese positive Freiheit ist abhängig von unserer eigenen Macht über das eigene Schicksal. Nehmen wir unser Schicksal also endlich selbst in die Hand und überlassen wir es nicht immer anderen, die damit bisher sorglos bzw. ängstlich umgegangen sind. Wir sind nicht deshalb frei, nur weil die Türen zu unserem Haus nicht versperrt sind oder weil Politiker uns bereits jetzt ein grenzenloses Tirol vormachen wollen. Die Schweizer Denker Rousseau hat in seinem Werk Der Gesellschaftsvertrag Folgendes festgestellt. Im Kerker lebt man auch ruhig. Aber genügt diese Ruhe, um sich in einem Kerker auch wohlzufühlen? Das ist wohl auch heute noch die entsprechende Grundsatzfrage.
Die berühmte österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach hat in einer anderen Art und Weise daran angeknüpft, als sie gesagt hat, die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Diese fühlen sich auch in einem halbwegs komfortablen Kerker wohl. Glückliche Sklaven zu sein, das haben die Tiroler in ihrer ganzen stolzen Geschichte bisher immer mehrheitlich abgelehnt. Auch eine mit Wohlstand verbrämte Sklaverei ist auch heute kein erstrebenswertes Ziel und kann auch nicht die Zukunft Tirols sein. Ich sehe mich immer öfter damit konfrontiert, dass Italien, Südtiroler Politiker, aber auch hochrangige Politiker im Vaterland Österreich versuchen, stereotyp die Behauptung aufzustellen und zu wiederholen, wonach durch den Wegfall der Grenzen, durch den Beitritt zur EU, am Brenner der Einführung des Euro und das gemeinsame Mitgliedschaft bei der EU die Tiroler Landeseinheit bereits wiederhergestellt sei. Hier wird bewusst verschleiert, dass die Tiroler heute in zwei verschiedenen Rechtssystemen und politischen Systemen insgesamt leben müssen und dass auch die autonome Zukunft des Landes rechtlich nicht abgesichert ist, wie die 27 Klagen beim Verfassungsgerichtshof in Rom deutlich unter Beweis stehen. Die lügnerische Behauptung einer bereits vollzogenen Tiroler Landeseinheit soll offenbar nur dazu dienen, den Gedanken der Landeseinheit Tirols geistig zu begraben und sich zukünftiger Verpflichtungen zur Ausübung der österreichischen Schutzrolle zu entziehen. Der Wunsch eines großen Teils der Südtiroler Bevölkerung nach Landeseinheit sowie die begeisterte Aufnahme dieser Manifestationen durch mehr als 70.000 Tiroler beim Landesfest zum Zug in Innsbruck, durch mehr als 15.000 Menschen beim Unabhängigkeitstag in Meran, wofür ich dem Südtiroler Schützenbund in spezieller Art und Weise bedanken mich möchte dafür, weil sie es immer wieder geschafft haben, durch solche Aktionen das Merkmal auf die Freiheitsbewegung in Südtirol zu richten. In besonderer Weise natürlich auch dem Schützenkommandanten Elmar Thaler dafür zu danken, haben gezeigt, dass der Stolz der Tiroler auf ihre Geschichte und ihre Eigenart bis heute ungebrochen sind und der Wunsch nach Landeseinheit hüben wie drüben ungebrochen ist. Dieser Wunsch wurde von den Freiheitskämpfern der 60er Jahre auch vorgegeben und vorgelebt. Bis zur Erlangung der Tiroler Landeseinheit sollten wir deshalb folgende Punkte auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir sollten die stetig wachsame Ausübung der Schutzrolle durch Österreich gewährleisten und soll durch die Schaffung der Möglichkeit für Südtiroler zusätzlich zu ihrer italienischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen zu können, die Bindung an das Vaterland Österreich auch verstärkt werden. Es soll der Kampf gegen faschistische Relikte auch auf europäischer Ebene ganz deutlich auch bei der nächsten EU-Wahl zum Thema gemacht werden. Die Hilfestellung Österreichs bei der politischen Landesentwicklung Südtirols in Richtung eines Freistaates als Zwischenlösung oder einer sonstigen von den Südtirolern gewünschten Lösung auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts erreicht werden. Und die Festlegung, welche Form des Selbstbestimmungsrechts nun tatsächlich umgesetzt werden soll, muss vom Südtiroler Volk ausgehen. Der große Felix Amakora hat damals gesagt, natürlich ist das Selbstbestimmungsrecht ein unverbrämbares Menschenrecht, das an dem nicht gezweifelt werden darf. Nur wollen muss man es schon. Das darf ich an dieser Stelle auch ganz eindrücklich festhalten. In meiner Einschätzung der politischen Situation in Südtirol bin ich zur Überzeugung gelangt, dass nicht zuletzt aufgrund des Wahlergebnisses vom 27. Oktober dieses Jahres die Zukunft zum Wohle Tirols ein gemeinsames Handeln der deutschen Oppositionsparteien in Grundsatzfragen erforderlich macht. Dann wird sich auch die Mehrheitspartei dieser aktuellen Diskussion nicht mehr entziehen können. Dann ist zu hoffen, dass auch hier die Anhänger der selbstbestimmten Freiheit gegenüber den glücklichen Sklaven an Stärke gewinnen und einen Kurswechsel einleiten werden. Spätestens mit der Volksentscheidung im September im Jahre 2014 in Schottland könnte der Fall eintreten, dass ganz Europa an der Selbstbestimmung Südtirols nicht mehr achtlos vorübergehen wird können.
Diese Entwicklung wird dann auch durch bestellte Stellungnahmen durch eine deutsche Bundeskanzlerin oder einen durch vorauseilenden Gehorsam verpflichteten deutschen Botschafter in Italien nicht mehr verhindert werden können. In den vergangenen Jahren ist in Südtirol, vor allem in Kreisen der Jugend, eine neue spontane Freiheitsbewegung entstanden. Das großartige Freiheitsfest in Meran hat gezeigt, das Los von Rom ist mittlerweile ein Thema für die meisten Bürger, nicht nur für ein Thema für intellektuelle Zirkel und jene, die sich dafür halten. Im Gegensatz zu anderen Freiheitsbewegungen wird die Südtiroler Freiheitsbewegung seitens der Medien und bestimmter politischer Kreise allerdings gerne als reaktionär oder bewusst gar als rechtsextrem dargestellt. Dieser Zweckpropaganda wird aber nicht mehr geglaubt. In dem Zeitalter der neuen elektronischen Medien haben diese bezahlten, glücklichen Schreibsklaven nicht mehr die unangefochtenen, alleinige Hoheit über das weite Feld der Meinungsbildung und der Meinungsfreiheit. Die derzeitige Autonomie ist jedenfalls nicht geeignet, die deutsche und latinische Volksgruppe auf Dauer zu schützen, geschweige denn sie zu erhalten. Sie ist verfassungsrechtlich an das italienische Rechtssystem gekoppelt und auch international deshalb nur schwach abgesichert. So ist die wahre Situation, auch wenn bestens bezahlte und hochrangige glückliche Sklaven bei jeder Gelegenheit die Situation schönreden wollen und die Unwahrheit darüber verkünden. Die aktuelle Entwicklung in Südtirol ist aber positiv grundsätzlich zu bewerten. Und dafür gehört dem Südtiroler Schützenbund nochmals als treibende Kraft öffentlich Dank gesagt. Die Dinge sind in Bewegung geraten, auch wenn die derzeit noch bestimmenden Kräfte vermeinen, mit Hilfe einer Blockadepolitik und öffentlicher Ablehnung des Selbstbestimmungsrechts die Zeit zum Stillstand bringen zu können. Aber letztendlich wird das nicht gelingen. Die derzeitigen politischen Anführer der glücklichen Sklaven machen den Leuten vor, dass es im Belieben der Südtiroler liege, eine Vollautonomie zu erreichen. Man flüchtet auch in die Lobpreisung der Europaregion, um vom eigentlichen Ziel einer Landeseinheit abzulenken. Man lügt die Leute hier an und verschweigt, dass diese Europaregion keinerlei institutionelle Befugnisse hat und nur der Augenauswischerei dient. Die verantwortlichen Landespolitiker können dennoch nicht verleugnen, dass sie mit ihrer Taktik alle Wahlen in den letzten Jahren zugunsten der Selbstbestimmungsparteien verloren haben. Die Tiroler haben mehr als 90 Jahre Fremdherrschaft überstanden. Trotz Faschismus, verbunden mit dem Verbot der eigenen Sprache und der Schulen, trotz Folterungen, Mord und Totschlag gelang es Italien all den Jahren nicht, den Menschen dieses Landes das Tirolertum, das Bewusstsein stolzer Eigenart zur Gänze auszutreiben. Südtirols Zukunft liegt nicht in einer Phantom-Europaregion und auch nicht in einer Autonomie oder Vollautonomie. Das sind nur Zwischenstationen auf dem Weg zur freien Ausübung des Selbstbestimmungsrechts und zur Erreichung der Tiroler Landeseinheit. Nun wird es darum gehen, immer mehr Mitbürger davon zu überzeugen, dass ein glückliches, aber fremdbestimmtes Sklaventum nicht der Endzustand der Tiroler Geschichte sein kann. Rom muss klar gemacht werden, dass die Zeit des Kolonialismus in Tirol im Bälde vorbei sein wird. Der Freiheitstag in Meran hat bereits eine Botschaft nach Rom gesandt, die dem entspricht, was der indische Freiheitsheld Mahatma Gandhi zu seiner Zeit den britischen Kolonialherren in aller Freundschaft zugerufen hat, indem er sagte: Meine Herren, ich glaube, es wird Zeit für Sie zu gehen. Im Andenken an jene, die in den 60er Jahren so schwere Opfer für das hohe Ziel der Freiheit in diesem Land auf sich genommen haben, rufe ich Ihnen zu: Es lebe die Heimat Tirol, es lebe das Vaterland Österreich.